Für einen Chemiekonzern wie die BASF in Ludwigshafen geht ohne Rohre gar nichts. In speziellen Rohrreaktoren, die aus ganzen Bündeln von Rohren bestehen, finden auch chemische Reaktionen statt. Die Zufuhr von Wärme ist hier eine wichtige und schwierige Steuergröße. Alexander Badinski von der BASF hat heute Besuch von Stefan Körkel von der Heidelberger Graduiertenschule der mathematischen und computergestützten Methoden für die Wissenschaft. Da große Anlagen nicht geeignet sind, um die Verteilung von Wärme zu beobachten und zu verbessern, analysieren sie das Problem hier im Kleinen. Die weißen Ringe sind Katalysatoren. Badinski zeigt Körkel, wo sie im Versuch Thermoelemente angelegt haben, die kleinen Drähte hier in der Mitte. Mit ihnen kann in der gesamten Versuchsanlage die Temperaturverteilung gemessen werden, während die Reaktionsgase durchströmen. Doch wo und wie soll man am besten die Wärme zuleiten, damit sie sich gleichmäßig verteilt? Ja, uns interessiert, wo kommen Fehler rein und was können wir optimieren an dem Prozess? An welchen Größen kann man drehen? Und das kann man einerseits natürlich per Hand machen, aber auch durch Optimierung, durch mathematische Methoden. Um das Problem der Wärmeverteilung zu verstehen, ist der Besuch vor Ort wichtig. Und deshalb begleiten die Doktoranden Körkel auch regelmäßig zur BASF. Alle Beteiligten diskutieren das Problem zunächst auf Basis mathematischer Gleichungen. Verschiedene Variablen werden herausgearbeitet und dann in ein Simulationsmodell umgesetzt. Die mathematische Optimierung am Computer soll helfen, die Punkte zu finden, an denen man ansetzen kann, um die Verteilung der Wärme zu verbessern. Ein klassischer Dreiklang von der Modellanlage zur Simulation im mathematischen Modell bis zur Optimierung am Computer. Ein Ansatz, den die Graduiertenschule neuerdings nicht nur bei Industrieprojekten verfolgt. Die Zusammenarbeit dagegen mit den Geisteswissenschaften, mit den Historikern, mit den Aspirologen, den Sinologen, das ist ein völlig neues Territorium, welches wir für die Methoden des wissenschaftlichen Rechnens erschließen wollen. Ein Rollsiegel, wie es vor rund 4000 Jahren im alten Babylon als Stempel von Beamten, aber auch von Privatpersonen eingesetzt wurde. Der Assyrologe Stefan Jakob kann nun Details erkennen, die erst durch die 3D-Modelle von Hubert Mara von der Graduiertenschule sichtbar geworden sind. Auf die andere Stelle ausläuft. Hier sehen Sie den Thron, selbst die Füße sind ganz unten, wenn wir da etwas runterfahren, jetzt ganz deutlich zu erkennen. Das Rollsiegel ist ein erstes Beispiel für die Zusammenarbeit. Von so einer Technik haben Jakob und seine Kollegen lange geträumt. Und dann gab es sie auf einmal auf ihrem eigenen Campus. Man hofft jahrelang darauf, dass es sowas gibt und plötzlich steht es zur Verfügung. Das war auch etwas überraschend für uns, aber es ist ein sehr erfreuliches Ergebnis mittlerweile. Ein Briefumschlag mit Keilschrift aus der altbabylonischen Zeit. Mit dem Rollsiegel hat der Absender seine Signatur eingeprägt. Da das Rollsiegel sehr klein ist, konnten die Assyrologen bisher nicht die exakten Feinheiten erkennen. Ein Scan erfasst nun das Siegel und erstellt ein geometrisches Modell. Der Vorteil: einmal eingescannt, muss man das Rollsiegel selbst nicht mehr anfassen. Die restliche Arbeit findet nun am Computer statt. Wir können mit dem Rollsiegel, das Sie hier am Bildschirm sehen, auch mit Farbinformation, die wir Textur nennen, diese zum Beispiel entfernen, um dann Fehlstellen, die ganz eindeutig für bestimmte Rollsiegel sind, sichtbar zu machen. Auch unterschiedliche Lichtbedingungen kann Hubert Mara simulieren. Die Strukturen kommen dadurch besonders zur Geltung. Ansichten, die niemals in der Realität, sondern nur im Computermodell erzeugt werden können. Und so gilt auch beim Rollsiegel der Dreischritt. Vom Modell, in dem Fall dem jahrtausendealten Rollsiegel in der Hand, zum geometrischen Modell bis hin zur Computeroptimierung. Und einer höchst detaillierten Untersuchung des Rollsiegels. Ein perfektes Zusammenspiel von Geistes- und Naturwissenschaften. Ich bin besonders stolz darauf, dass wir hier nicht nur Interdisziplinarität im Munde führen, sondern das erfolgreich praktizieren. Ob es sich also um die Wärmeverteilung im Rohrreaktor handelt oder um ein Artefakt. Beim wissenschaftlichen Rechnen geht es immer um ein besseres Verständnis für die Anwendungen und eine Optimierung der Prozesse.